Der Präsident Harald Schmidt. Schön, dass Sie sich wieder eine Stunde für uns freimachen konnten. Und wir sind heute politisch wieder wahnsinnig aktuell. Zunächst einmal, Saddam Hussein hat seine Wahl gewonnen. Sie werden es schon gelesen haben. Mit einem überraschenden Ergebnis. 100% Stimmen für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Das hat man nicht oft. Und 100% der abgegebenen Stimmen, 100% Wahlbeteiligung für ihn. Und man war sich lange nicht ganz sicher, denn nach den ersten Hochrechnungen der ARD hat er sogar auch nur 50%. Ja. Und, das Interessante ist, Saddam Hussein hat die Wahl mit demselben Thema gewonnen wie Gerhard Schröder. Er hat voll auf den Irak gesetzt. 100%! Unsere Freunde in Holland haben es leider nicht so gut. Dort ist die Regierung von Ministerpräsident Balkenende zurückgetreten, nach wenigen Monaten. Und die Frage ist, wer soll jetzt Regierungschef werden? Der einzige momentan in Den Haag, der langjährige Erfahrung als Regierungschef hat, ist Milosevic. Wir bleiben beim Thema Gefängnis. Boris Becker hat ja Ärger. Sie wissen, er hat in Monaco gewohnt. Aus Versehen hat er vergessen, seinen Rasierpinsel aus München mitzunehmen. Und am 23. Oktober beginnt der Prozess in München. Und jetzt habe ich gehört, er soll 2 Jahre auf Bewährung kriegen. In diesen 2 Jahren darf nichts passieren. Keine Besenkammer, kein Stolperer, nichts. 2 Jahre auf Bewährung. Er soll 2,5 Millionen Euro Strafe nachzahlen. Und böse Menschen wünschen sich, dass im Fernsehen doch live übertragen wird, wie Boris in die Zelle geht und dann einfach sagt, bin ich schon drin? Und Ben! Heute Abend haben wir schon wieder Traumgäste. Ich habe das Gefühl, ich sage diesen Satz öfter. Ja? Aber jeden Abend, heute Abend absolute Megatraumgäste. Mein erster Gast heute Abend ist eine Ikone des deutschsprachigen Theaters. Wirklich wahr. Er gehörte zum Stammensemble der weltberühmten Schaubühne am Halleschen Ufer. Er hat mit allen großen Regisseuren, die es in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt, gearbeitet. Jetzt ist ein Buch über ihn erschienen mit sehr interessanten Artikeln und sehr interessanten Fotos. Und man blättert wirklich durch die letzten 30, 40, 50, 60, 70, 120 Jahre Theatergeschichte in Deutschland. Großartiger Schauspieler, heute Abend bei uns zu Gast, Otto Sander. Ja. Und haben wir den Wein für Herrn Sander besorgt? Den Wein für Herrn Sander besorgt? Ja, aber da hast du, glaube ich, andere Befehle noch vorher. Wieso, welche Befehle? Man sagte mir, du hättest den schon in die Garderobe bringen lassen, vor der Show. Ja, als ich in die Garobe kam, stand der Wein schon da, den Herr Sander gewünscht hat. Aber er trinkt nicht vor der Show, er trinkt nicht während der Show. Nein. Eiserne Schauspielerregel erst nach der Sendung. Absolut. Du wirst keinen Schauspieler finden, der auch nur ein Glas anschaut. Nein. Während einer Vorstellung. Helmut, Abend. Ja. Du hast ihn mal getroffen? Den habe ich auch schon mal getroffen. Ja, nee, aber ich habe mich mal schlau gemacht wegen dieser Manschette. Haben wir gestern darüber gesprochen. Ach, das ist ganz wichtig. Also wegen diesem Serviette. Also ja. Alle führenden Gastronomen sagen, das wäre total piefig, das würde also nur auf dem Dorf passieren, dass man sowas drumlegt. Namen dafür aber kaum. Das sind Handservietten und ja, die heißen bei den Gastronomen Charlie. Die heißen offiziell Charlie? Charlie, ja. Und das passiert nur auf dem Dorf? Macht keinen. Das Restaurant des Schauspielhauses Bochum ist Dorf? Nein, nein. Wo ich das gesehen habe? Das heißt Manschette, ja. Ja, so eine, wie sagt man, Weinmanschette oder Weinkragen, aber so Serviette nicht. Aber es ist piefig. Es ist piefig und wir haben das jetzt geklärt. Absolut. Ich hatte Angst, es würde nicht geklärt, denn es war gestern Thema. Und Herr Sander hat für nachher einen 95er Saint-Emilion. Ich weiß nicht welchen genau. Bitte? Sehr gut. Ist ja gut. Ja. Du kennst dich aus mit Wein. Ja, Saint-Emilion mache ich gern. Ja. Ist das dein Lieblingswein? Ja. Und ist 95 ein guter Jahrgang?
Ja, ist auch ein guter Jahrgang. Wieso auch? 96er sind noch besser. Welcher? 96. 96er? Mhm. Kann man den jetzt schon trinken? Ja, natürlich. Nur bei dem Bordeaux ist ja so, dass er die ersten 4 Jahre ein bisschen zunimmt und dann gibt es so einen Knick in der Kurve und dann nach 6 Jahren geht es wieder weiter. Das heißt so, bei 5, 6 Jahren ist so ein kleiner Knick in der Qualität und geht dann danach geht es dann besser weiter. Also Bordeaux kann es ja sowieso sehr lange lagern und unter 4 Jahren ist oft dann schon Verschwendung, den zu trinken. Das ist Wahnsinn! Würde mich nicht wundern, wenn Helmut bald eine eigene Weinshow hat. Das ist unglaublich, aber wir werden von Helmut noch mehr hören heute, denn er kennt einen Spitzenpolitiker persönlich, den wir gleich hier... Ehrlich? Danke, Sven. Den wir gleich hier... Ja, das weißt du noch gar nicht. Und die zweiten Gäste heute Abend werden live spielen, natürlich mit der Band von Helmut. Sehr, sehr guter Titel. Ich habe es gerade in der Probe gehört. Und heißt das Not Temptation? Der Titel? Hot, oder? Hot. Hot. Oh, es ist ein H. Diese moderne Grafik ist nicht mehr meine Welt, du. Oder? Ja, ich musste mich ja schon von den kyrillischen Buchstaben umstellen. Das Hot Temptation, live heute Abend bei uns, Broses. Bist du auch Bordeaux-Kenner, so wie Helmut? Oder? Nein. Nein. Du trinkst nach wie vor Bier, um unserer schwächelnden Bierindustrie auf die Beine zu helfen. Genau. Und heute trinke ich ein Postillon Hefeweizen von der Postbrauerei Karl Mayer Nesselwang, weil ich ein bisschen dem Postministerium hinterher traue, dass es keinen Postminister mehr gibt in unserem neuen Kabinett. Das stimmt eigentlich. Das gute alte Postministerium. Was haben wir nicht für Spaß gehabt mit dem Postministerium? Wieso? Wahrscheinlich haben Sie da keinen mehr gefunden. Es musste ja wirklich jeder ran. Die Einzelnen müssen ja bis zu 4 Ministerien mittlerweile verwalten. Ja. Wer war der Letzte? Herr Wolfgang Bötsch? Herr Wolfgang Bötsch und davor natürlich der Klassiker, 10 Jahre lang, Schwarz-Schilling. Christian Schwarz-Schilling. Von Beruf was? Von Beruf was? Weiß ich gar nicht. Sinologe. China-Spezialist. Echt? Ja. Und jetzt ist aber unsere Post ja privatisiert. Jeder von uns hat diese Aktien gekauft, ist damit stinkreich geworden. Aber es funktioniert glänzend. Die Post ist so erfolgreich, dass mein Chef, Herrn Zumwinkel, sogar zur Telekom, von denen auch viele Aktien haben, holen wollte. Aber ich sagte, nein, ich bleibe bei der Post. Genau. So, warum erzählen wir das so ausführlich? Das Kabinett ist etabliert, wird demnächst vereidigt. Und es ist jung wie nie. Das Durchschnittsalter ist, glaube ich, 32. Es sind junge Kräfte, Newcomer, die den Wandel für dieses Jahrhundert auf den Weg bringen. Heute ein Titelbild auf der Taz mit Manfred Stolpe, Minister für Schlaglöcher, Umgehungsstraßen und Osterweiterung. Genau. Nein, nicht Osterweiterung, wie heißt das? Aufbau Ost. Aufbau Ost. Ja, ja, Aufbau Ost. Und Renate Schmidt, Ministerin für Schmidt und Familie, Gesundheit, Hygiene, Frauen... Gedöns. Ja. Das sind die aktuellen Fotos der beiden. Manfred Stolpe. Und das Tolle ist, Manfred Stolpe ist ja die erste Wahl. Das wissen ja mittlerweile alle. Klar. Es gab wieder dumme Gerüchte in unserer Presse, dass es eigentlich Herr Wolfgang Tiefensee hätte machen sollen, der Bürgermeister von Leipzig. Aber der Kanzler sagt, er hat von Herrn Tiefensee keine Absage bekommen, weil er nie gefragt hat. Das ist es. Da kannst du mal sehen, wie das alles wieder durcheinander gebracht wird. Er hat ihn nie gefragt, also hat er auch keine Absage bekommen. Das waren wieder so Gerüchte. Herr Tiefensee ist wahrscheinlich nachts, aufgrund, weil er Stimmen gehört hat, in seinem Dienstwagen nach Berlin gefahren. Der Kanzler hat ihn nie gefragt und dann gesagt, wenn du es nicht machst, gut, dann macht es eben Stolpe. Genau. So war das. Aber wer kennt Herrn Wolfgang Tiefensee persönlich? Helmut. Helmut! Echt? Helmut kennt Wolfgang Tiefensee persönlich, ja. Und zwar... Aus einem Hubschrauberflug, aus einem gemeinsamen. Bitte? Ja, unglaublich. Man kreiste wo? Über einen 95er Saint-Emilion? Oder wo? Wo seid ihr geflogen? Das war im Rahmen des Nürburgrings. Von BMW sind wir eingeladen gewesen. Auch Herr Tiefensee? Mhm. Der Bürgermeister von Leipzig war von BMW eingeladen? Mhm. Ja. Geht doch, oder? Das geht, denn das große Werk dort hat der Porsche bezahlt. Also, ja, stimmt. Ja, und dann, wir waren dann zusammen im gleichen Hotel. Und hier in dann, Köln? Nee, in Bensberg. In Bensberg? Ja, das war einfacher. Ich wohne zwar da in der Nähe, aber es war trotzdem einfacher wegen dem Transfer, weil man da immer in Stau kommt, wenn Nürburgring Formel 1 ist. Also das heißt, BMW hat für dich und den Bürgermeister von Leipzig eine Übernachtung im Schlosshotel in Bensberg bezahlt. Exakt. Und den Hubschrauberflug. War traumhaft. Ja. Mhm. Ja, und dann waren wir das ist erlaubt, oder? Das ist ja keine...
Ist es Beeinflussung? Nee, das ist ganz offiziell. Das ist ja ganz normale, das ist ja, wie soll man sagen, Landschaftspflege oder so. Dann sagt also, ja, dann wenn natürlich BMW jetzt zum Beispiel 400.000 Siebener ab morgen bauen würde in Leipzig, ja, würde es wieder schlimme Gerüchte geben. Nee, nee. Wenn sie was abbauen würden. Nein, bauen. Bauen, ja, ja, ja. Weil ja, ja, aufgrund, wenn, wenn Herr Tiefensee jetzt sagen würde, okay, ihr könnt in der Innenstadt von Leipzig einen Showroom einrichten mit Fördermitteln des Landes Leipzig. Die Fördermittel, das ist das Entscheidende. Das wenn ist wir einfach investieren, ist es ja toll, weil es bringt Arbeitsplätze. Das bringt Arbeitsplätze. Oder wenn er sagen würde, komplett Leipzig, der ganze Fuhrpark werden jetzt BMWs. Das sind ja dann die Steuermittel, dann ja, wird es kritisch. Das ist kritisch, aber das trennen ja unsere Politiker heute, ja, also wie eine ja. Ein. Auch Rezo Schlauch zum Beispiel ist jetzt Staatssekretär geworden. Ja. Das ist toll, finde ich. Als Fraktionsvorsitzender hat er ja die Welt gesehen, war überall. Und jetzt ist der Staatssekretär, ich glaube, bei Otto Schily. So ist es. Den sehen wir nachher auch noch. Otto Schily hat heute als Alterspräsident die erste Sitzung eröffnet des Bundestags. War toll. 70 Jahre. Es gab nur einen Alterspräsident, der mal jünger war. Wer war das? Weiß ich nicht. Das war Willi. Mit damals 68. Helmut, ihr saßt im Hubschrauber von BMW bezahlt. Yes. Und ich bin ja noch nicht so ganz so flugtauglich. Ich kriege immer Angst, vor allen Dingen in so einem Helikopter, der ja komplett verglast ist. Und auf dem Rückweg war dann der direkte Weg versperrt, weil wir über den Flughafen mussten. Und dann ist der Pilot, hat einen großen Umweg geflogen und ist immer so schräg geflogen, um uns den Dom zu zeigen. Und dabei wurde mir noch schlechter. Und die Frau vom Wolfgang. Vom Wolfgang? Seid ihr per Du? Ja. Ich rufe den nachher mal an. Ich rufe dir nachher mal an, wie das ist mit dem Minister. Grüße bitte, frag ihn mal, wie das war. Ja. Mit dem Gerd. Ob das überhaupt stimmt. Ja, was war mit der Frau von Wolfgang? Der ging es auch nicht so gut. Und dann haben wir uns immer in die Hand genommen, damit uns nicht so. Meine Frau war auch dabei, aber die hat. Die saß gegenüber. Die hat die Hand von Wolfgang genommen? Nee, den beiden ging es gut. Die fanden das ganz toll, wenn er da sich so schräg gelegt hat. Und du saßt Händchen halten mit der Frau von Wolfgang Tiefensee in einem vom BMW bezahlten Hubschrauber. In einer Schräglage. Ist ja unglaublich, oder? Aber es ist natürlich klar, dass es der Wolfgang ist, ist ja auch euer Jahrgang, ne? Der ist, glaube ich, 57. Der Wolfgang ist ja, unser Jahrgang. Ja. Ist er auch 57? Ja, ich glaube, ja. Ja, schau ihn an, was der Wolfgang heute für Jobs hat, was wir machen. Sowas verbinden. Ja. Aber gut, man kann sich nicht raussuchen. Aber die meisten Politiker haben sich wirklich gut gehalten. Absolut. In den letzten zwei Jahren. Das ist der aktuelle Verteidigungsminister. Er ist, glaube ich, 41. Peter Struck. Heidi Wiezorek-Soll, das finde ich toll, obwohl sie auch Superministerin ist, erklärt sich noch bereit, Tee zu machen für das Kabinett, bevor es losgeht. Ihr aktuelles Foto. Zeig doch mal den Tee hier unten, bitte. Hier. Das gefällt mir. Der Jürgen. Jürgen sieht am jüngsten von allen aus. Ja. Dann schon wieder ein Superminister. Wolfgang? Noch ein Wolfgang. Ja, Wolfgang. Wolfgang Clement. Und der Alterspräsident, man glaubt es kaum. Das ist, glaube ich, das Foto, wo hier auf dieser Seite sitzt Ströbele. Das war damals im RAF-Prozess. In irgendeinem wird es gewesen sein. Ja, ja. Ich glaube, das hat man häufig gesehen in letzter Zeit. Das ist hier ungefähr sitzt Ströbele. Und heute hat Alterspräsident Schily die erste Sitzung des Bundestages eröffnet in einer unglaublich gelösten Stimmung. Ja. Er hat erst ungefähr 10 bis 12 Schriftführer vorgelesen und hat dann zwei gebeten, sich neben ihn zu setzen und hat in der Hektik nicht gemerkt, dass sie schon da sitzen. Ja, ja, ja. Ja. Und Riesenstimmung und dann hat er so einen kleinen Trick vorbereitet gehabt mit so einem fahrbaren Pult. Das war wirklich unglaublich schön heute Morgen. Die Abgeordneten Ute Kumpf und Hans-Joachim Fuchtel bitte ich jetzt neben mir Platz zu nehmen. Ach, sind Sie schon da? Schneller. Ja, ich muss halt. Ja. Nein. Ja. So steht es hier. Wir sind ja schneller als der Schall. So soll es dann im Deutschen Bundestag auch sein. So, jetzt soll sich hier irgendwie dieses Pult erheben. Und dann kann ich mich auch erheben. Vielleicht geht es ein bisschen höher. Es ist schön, dass
die Sitzung des 15. Deutschen Bundestages bereits in dieser heiteren Stimmung beginnt. Unser aktuelles Kabinett, jung und dynamisch wie nie, der Außenminister und mein Lieblingsfoto, der Finanzminister. Das sieht aus wie früher in diesem Edgar Wallace-Film, ne? Ja. Mrs. Watson. Wie ist das Durchschnittsalter des Kabinetts? Das Reale? Ja, natürlich das Reale. Ich glaube 59 oder so. Nicht 63? Nee. Hat dich Wolfgang Barker. Ist schlimm geworden mit deiner Erkältung? Ist eben, ja. Komm, ist morgen gut wieder. Du willst es so wegdrücken, das ist gefährlich. Meinst du? Das kann sich aufs Herz schlagen. Ach. Ja, das sind alte Hausmittelchen. Das kann sich aufs Herz schlagen. Was, das ist ein Hausmittelchen? Das ist nein, die verschleppte Erkältung. Das ist so. Du solltest irgendwie so ein altes Rezept beherzigen oder sowas, dir abends in einen Darmstrumpf eine rohe Zwiebel und dann so aufs Ohr. Da sind wir ja schon beim Thema. Ja, da sind wir schon beim Thema. Akuter Delling. Ja. Ja. Apropos Faden. Gestern habe ich es ja wieder gesehen. Bei diesem 8:0, was Paul Breitner vorausgesagt hat. Gegen, gegen die Färöer. Folgendes, das war eine großartige Überleitung, denn es ist Folgendes passiert. Japanische Wissenschaftler haben herausgefunden, ein bestimmtes Enzym in der Zwiebel ist dafür verantwortlich, dass uns beim Schälen einer Zwiebel die Augen tränen. Genau. Gelingt es, dieses Enzym zu eliminieren, tränt die Zwiebel nicht mehr. Und das Auge auch nicht. Und das Auge auch nicht. Was liegt näher, als zu testen, wie viel Zwiebeln man schneiden kann, bis das Auge tränt und den Kochexperten raushängen zu lassen? Hier habe ich schon mal, diese Messer sind nicht ganz perfekt, aber nahezu. Eigentlich, das weiß ich als alter Kochrezeptleser, zum Zwiebelschälen braucht man ein Office-Messer. Was ist denn ein Office-Messer? Ein Office-Messer ist ungefähr in dieser Länge, aber mit doppelt so breiter Klinge. Echt? Ja. Das ja, ist für mich so ein Riesenfleischmesser. Ja, das aber dieses Profi. Ich habe auch hunderte von Jahren fälschlicherweise mit sowas die Zwiebel geschnitten. Ja. Aber man braucht ein Office-Messer. Sie zu Hause als Koch-Freaks werden mir recht geben zum Zwiebelschneiden. Wir haben jetzt kein Office-Messer hier, aber das können wir uns vorstellen. Klar. Ja? So, warum? Das ist aber schlimmer geworden. Ach, wirklich. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Warum schälen wir Zwiebeln? Ich sage es offen, es ist unser eigentlicher Hauptjob, wenn die Sendung nicht läuft. Wir schälen die Zwiebeln für Alfredissimo. Ja. Sie hören das immer wieder? Ja. Sie hören das immer wieder, dass Bio sagt, die Zwiebeln haben wir schon vorbereitet. Das sind wir. Das sind wir. Hast du auch welche? So, die Zwiebeln, ich mach schon mal einen Wein auf. Ein süßer. Die geschälten Zwiebeln, die Küche von Bio ist unmittelbar hinter dieser Tür. Ja, das können Sie nie sehen. Hier steht Bio in seiner Küche mit Schürze um, mit den Gästen, ja, und wartet darauf, dass wir die Zwiebeln gleich abgeben. Sind das Spezialzwiebeln? Gibt es auch so Zwiebeln wie so festkochende Siglinde oder so wie bei den Kartoffeln? Na, es gibt natürlich diese riesen Zwiebeln, diese, wie heißen die nochmal? Gemüsezwiebeln, höre ich gerade von rechts. Ja, Gemüsezwiebeln. Gemüsezwiebeln, ich finde aber, die haben nicht so einen guten Geschmack. Ja, das ist. Dann gibt es natürlich die roten Zwiebeln. Die roten Zwiebeln. Und dann gibt es noch die Zwiebeln mit grün hinten dran. Wie heißen die nochmal? Wie heißen die? Frühlingszwiebeln. Die schmecken gut zu Bordeaux übrigens. Ach echt? Ja, eine rohe Frühlingszwiebel zu einem Bordeaux. Rohe? Rohe, ja. Weißt du, was ich mal gegessen habe? Nee. Grappa und dann frischen Knoblauch aus der Schale schlürfen. Das haut echt rein. Ja, und wie schmeckt das? Ja. Wie schmeckt das? Naja, ja, aber ich sehe schon, du hast auch dieses widerwillige, ich muss am Wochenende mal helfen, Zwiebelschäl-Gedöns drauf. Wieso das? Ja, das ist nicht dieses schnelle Profi. Ich finde ja in den Kochsendungen, es riecht schon. Hier. Es ist ja immer so, der Trick ist ja, dass man die Finger so hier wegmacht. So, das ist der Trick. Und dann... So ja, muss das eigentlich gehen. Ja. Ich kann es auch nicht, aber der Witz ist, dass die Finger, weil alle machen so und passen auf die Finger auf, du musst es so machen. Ich dachte immer an den Nägeln lang. Nein! So geht das eigentlich. So, also schneller natürlich so. So ein bisschen. Und wenn, ich rieche es schon. Und wenn die Knolle verletzt ist, ja, wenn die Knolle verletzt ist, fangen die Augen an zu tränen.
Und diese Zwiebeln müssen klein geschnitten werden, denn wir machen sie ja dann glasig. Und zwar wo? In der Pfanne. Nein, im Wok. Im Wok. Pfanne kochen, tödlich! Krebs! Wok? Wieso das denn? Wenn du im Wok kochst, wirst du 200. Ach. Ich habe 10 Woks jetzt zu Hause. 10 Woks. Ein Löffel Olivenöl und dann im Wok. Und du musst dich natürlich daran gewöhnen, dass du nicht mit dem alten Küchenchef, heißt es Küchenchef? Der heißt Küchenchef, ja. Dass du nicht die Wokbeschichtung abkratzt. Ja, aber mit meinem Holzlöffel, kann man doch einfach so schütteln. Bitte? Kann man nicht da einfach so schütteln? Ja, aber du musst ja schon ein bisschen auch, du musst schon ein bisschen auch so rühren und so. Diese Zwiebel scheint schon genmäßig behandelt zu sein. Das ist, passiert überhaupt nichts. Nee. Und normalerweise hat er, ja, und dann so, aber ist nicht. Ja, weißt du was, weil normalerweise schneide ich ja immer so. Weil da passiert auch nichts. Ja. Der Trick ist ja nicht, so drüber zu schneiden. Aber wir müssen uns beeilen, denn Bio wartet. Ja, 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 ja. Wer ist heute bei ihm zu Gast? Ich glaube, Ozzy Osbourne. Wo du gerade von Ozzy Osbourne sprichst. Weißt du, was uns MTV geschickt hat? Nein. Ozzy Osbourne-Masken. Willst du mal eine haben? Es gibt Ozzy Osbourne-Masken? Ja, guck mal. Toll, oder? Ach, das ist aber toll. Das, gib doch mal bitte eine. Die hat uns MTV geschickt. Da macht... Eigentlich ist es noch besser, man macht es so. Das hält, ich habe das Gefühl, mein Kopf ist breiter geworden. Ja. Ozzy Osbourne ist schmaler als du. Ich sag's dir, jetzt gehen die Quoten hoch zu Hause. Weil die Leute ja alle zeppen. Oh, Entschuldigung, dass ich mir ein Messer auf sie gezeigt habe. Das bringt 80 Jahre Unglück, hat meine Oma schon immer gesagt. Aber die Leute zeppen und sagen, was ist das denn? Was ist das denn? Ozzy Osbourne schneidet Zwiebeln? Da bleiben wir mal dran. Das wird bestimmt noch gut. Das habe ich gestern bei Günther Jauch gesehen. In Köln gibt es jetzt ein Restaurant, da isst du im Dunkeln. Ehrlich? Ja. Das ist irgendwie. Ja, ich glaube, es ist ein. Der Kellner ist blind. Und um sich an diese Atmosphäre zu gewöhnen, essen auch die Gäste im Dunkeln. Ja, Helmut, hast du schon bedient dort oder warst du schon da? kennst du das Restaurant? Ich habe von gehört, ja. Aber es ist mir ein bisschen unheimlich, weil man sieht ja nicht, was man isst. Man ja. sieht auch, und man bezahlt ja auch im Dunkeln, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob ich dann das richtige Geld bezahle oder zurückbekomme. Ja, ja. So Küchentalk, ja, ja. Ja, ja. Was gab's denn noch bei Günther? Ich hab nur das gesehen, dann habe ich Frau TV geguckt. Aha. Bei Frau TV war, dass eine Creme für 10 Euro im Grunde auch nicht schlechter ist als eine für 100. Mhm. Weißt du, für die Falten. Ja. Hast du Hautcreme? Bitte? Hast du Hautcreme? Ja. Selber gemachte. Mhm. Aus Olivenöl und im Wok. Ich trage die heiß auf, weißt du? So, gib mal das Klingelzeichen für Bio, dass ich komme mit den Zwiebeln. Ding, 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 ding. Komm rein. Bio, hier sind die Zwiebeln. Das ist gut, dass der Regisseur eine Kamera nach hinten geschickt hat. Ja, ja, dadurch hat man gesehen, dass Bio nicht da ist. Ja. Sonst hätte der Trick nicht funktioniert, weißt du? Ja, genau. Wenn ich es nur von außen reingehalten hätte, hätte der Trick nicht funktioniert. Ja. So ist es den Zuschauern klar, dass es von uns ein Trick war. Ja, ja, genau. Diese Auflösung wird ja immer wichtiger.
So, hier habe ich Tupperware. Da kommt der Müll rein. Denn bei uns verkommt nichts. Bitte? Kann man zum Färben nehmen. Zum Färben? Hm? Für Eier? Nein, für Stoff zu färben. Mit Zwiebeln kannst du schöne Brauntöne färben. Brauntöne? Ist mir zu riskant. Wir sind ein Volk von Denunzianten. Wenn mich einer durch das Küchenfernglas sieht, wie ich meinen Anzug mit einer Zwiebel in Brauntöne färbe, ja, muss ich einen umfangreichen Presseapparat bezahlen, der das klarstellt. Das ist der Punkt. Naja, war ja nur so eine Idee. Ich wollte jetzt eigentlich, dass man dich mal heulen sieht, aber... Ja, ich auch. Also das ist ja, normalerweise sitze ich ja, wenn ich irgendwie so ein Romantik-Movie sehe mit zwei Zwiebeln in der Hand, halt mir die drunter, damit die Tränen fließen. Aber es ist, diese Zwiebeln, wahrscheinlich waren das nicht frische oder so. Es müssen frische sein. Ja gut, das war ja nur, um den Gag mit Bio in Gang zu bringen. Und der hat ja gut funktioniert. Ja, der war... Dadurch, dass er einfach perfekt aufgelöst war. Ja, ja, ja. Das ist das A und O bei Comedy und bei komödiantischen Szenen, dass sie perfekt aufgelöst sind. Ganz genau. Das wird Otto Sander gleich bestätigen. Wenn du da muss eine jeder Schnitt sitzen. Ja, alles. Es wirkt leicht und wie gerade mal so aus der Lameng, aber ja. Es ist das Ergebnis von ganz präziser Arbeit und Vorbereitung. Aber was sage ich, meine Damen und Herren? So, neue Bahntarife, dazu kommt heute nicht mehr. Nee, ist zu wenig Zeit. Es ist zu wenig Zeit. Lass es uns morgen machen. Ja, ja. Morgen, wir haben es Ihnen schon 3 Tage versprochen, aber die Zeit... Das Programm ist zu dicht gepackt, Abend für Abend. Ich sag's dir immer wieder, mach weniger rein. Es ist eines nach dem anderen. Man kommt kaum nach. Wir müssen ja immer noch überlegen, wen Helmut alles kennt, das wir nicht wissen. Das Problem ist, wir könnten es jetzt schnell machen, aber schnell Nein. willst du ja wieder nicht. Bitte? Ja, schnell willst du ja nicht. Na, das habe ich aber schon früher bei der ARD gelernt. Dieses Tempo, das Entscheidende ist, dass es für zu Hause nachvollziehbar ist. Das muss ich mal sagen, das habe ich bei Rudi Carrell gelernt. Wenn du sagst, hallo, wen imitieren Sie? Ich mache Elton John. Sagen wir, Elton John, klar, kennt man. Rudi weiß, meine Oma weiß nie, wer Elton John ist. Also sagt Rudi, Elton John, ist ja nicht der Verrückte mit dem Hut und der Brille? Genau, so geht Fernsehen. Welche Platte haben Sie mitgebracht? Die Beatles. Die Beatles? Waren das nicht die 4 mit der langen Haare? Nee, das waren die Stones. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal.